Herzlich willkommen zur 55. Ausgabe der Blitz News Ihres Remscheider Fernsehen Tele-DMW mit den Breaking News bis einschließlich dem 9. Juni 2015. Im Studio hat Platz genommen Michael Westkamp. Ein nicht genehmigtes Feuerwerk in der Industriestraße hat der Polizei und dem Obi ganz schön Ärger gemacht. Was da los war, kann ich Ihnen gerne mal zeigen. Am Freitag, dem 5.06.2015, drangen Unbekannte in den Obi an der Industriestraße ein. Im Vorraum sprengten sie einen Geldautomaten und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Kripo Remscheid hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt, wer in der Zeit wohl zwischen 3 und 3.45 Uhr dort gewesen ist. Darum werden auch die Zuschauer hier gebeten, wenn einer ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich der Industriestraße gemacht hat, der sollte unbedingt die Polizei informieren. Es geht auch um die Frage, wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202 2840 entgegen. Die Bank hat eine Belohnung in Höhe von 0 Euro ausgesetzt. Dann haben wir noch den letzten Spieltag des FC Remscheids. Der war am Sonntag, dem 7. Juni 2015. Der 26. Spieltag verlief in einem Unentschieden. Gegen den TSV Ronsdorf gab es nur ein 1:1. Und in dieser Saison haben wir den Platz 4. Tele DMW.